Wir kämpfen um unsere Rechte. Und das ist das einzige Instrument, was wir haben, das ist Streik. Ich bin Irina Wawica, ich bin 73 Jahre alt, ich bin im Moment Rentnerin und ich war 44 Jahre beschäftigt bei Hella, also als ungelernte Arbeitskraft. Meine Eltern waren Flüchtlinge, politische Immigranten im ehemaligen Sowjetunion. Dort bin ich geboren und aufgewachsen, in einer sehr schönen Stadt, in Taschkent. Also meine Eltern waren Widerstandskämpfer, Kommunisten, Partisanen. Zuerst meine Eltern haben gekämpft gegen Mussolini und SS. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Bürgerkrieg in Griechenland. Und da mussten meine Eltern fliehen, weil die haben verloren. Ich konnte auch nicht begreifen, wie konnte mein Vater als Widerstandskämpfer wieder nach Griechenland zurückzukommen, weil die wollten das, was haben die in der Sowjetunion erlebt und gelernt, auch in Griechenland das umsetzen. Was uns erwartet, das wussten wir nicht. Und von meiner Heimat zu verabschieden, das war schwierig. Und ich wusste schon, ich konnte meine Träume nicht verwirklichen. Weil ich hatte eine ganz andere Vorstellung über mein Leben. Ich wollte studieren, ich wollte Ärztin werden. Und wir wären nach Griechenland gekommen. Kurz danach kam die Militärjunta. Mein Vater war im Gefängnis und das ist alles Bach runtergegangen. Also das war eine ziemlich große Enttäuschung. Und da haben wir ein bisschen Glück gehabt, weil war da die Anwerbeabkommen. Deutschland brauchte damals Arbeitskräfte. Dann haben wir uns beworben und zuerst ist mein Mann gekommen, 1970, Ende 70. Und 71 bin ich gekommen. Hella brauchte Leute, dann sind wir untersucht worden, also das war auch heftig. Da haben die untersucht, ob Magen und Zähne sind alles in Ordnung. Also richtig olympiareife Menschen mussten nach Deutschland kommen. Und wichtig war auch nicht schwanger gewesen, ne? Das war schon auch ein wichtiger Aspekt. Und so bin ich bei Hella gelandet. Also ich bin am Bahnhof angekommen und da wartete ein guter Freund von meinem Mann, weil mein Mann war in der Frühschicht, der konnte nicht mich abholen. Und da sind wir sofort in Personalabteilung gefahren. Also dann haben die mir die ganze Papier fertig gemacht und Ausweise ausgestellt für Hella. Da sind wir zum Wohnheim gefahren. Und diese Baracken, ja, dann haben wir, ja, auf einer Seite war ich zufrieden, also glücklich hier zu sein, weil in Griechenland war viel, viel schlimmer. Aber auf der anderen Seite war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich habe ein ganz anderes Bild über Deutschland gehabt. Ne? Am nächsten Tag war ich bei Hella morgens. Dann haben die mir gezeigt, also die Montagehalle. Ich kannte schon Fabriken, also aus Sowjetunion. Ja, das war eine ganz andere alte Fabrik. Kleine Enttäuschung. Also ich habe ein ganz anderes Bild von mir, ne, über Deutschland. Ja gut, das war die einfache Arbeit, also ohne Sprachenkenntnisse. Ja, danach, da war ich froh, da waren vor mir andere Kollegen und besonders die jugoslawischen Kollegen, die konnten mich sehr gut verstehen. Ich war froh, andere Kollegen waren da, also uns Einweisung zu geben. Die erste, ja, Pflicht war, pünktlich zu sein, Stückzahl zu sorgen und um Qualität. Wir haben zwei Werke in Lippstadt. Das war im Nordwerk, wo ich war beschäftigt. Da war die gewerbliche und die Werkzeugbau und im Hauptwerk, da saß die Geschäftsführung und gab es auch einige Hallen, wo sind auch die Teile montiert worden und lackiert worden. Aber die meisten waren gewerbliche Arbeiter. So in der Halle, wo ich bin gelandet, das war 20% Deutsche und 80% Ausländer. Damals Ausländer, wir haben jetzt neue Verpackungen. Aber das war die Vorgesetzte, die Abteilungsleiter, Vorgesetzte, das Sekretariat, die waren alle Deutsche. Einige Facharbeiter, die waren alle Deutsche. Die Kontrolleure, also die QF, sagen wir jetzt, Qualitäter, die waren auch Deutsche. Und die Montierer und Transporteure, die waren alle Ausländer. Also am Anfang waren die Maschinen, die haben erstmal die Teile zusammengeschweißt. Danach waren die Teile am Fließband. Die eine Kollegin hat die Glühlampe reingetan, die andere hat die Dichtung geklebt, die andere hat kontrolliert und die andere hat dann verpackt. Ja, das war am Fließband und wir waren von beiden Seiten. Also haben wir gesessen, gestanden, je nachdem.
wir kriegten unsere Abrechnung. Die meisten, ja, viele von uns waren Analphabeten. Einige von uns konnten noch lesen. Aber richtig die Lohnabrechnung zu definieren, was ist eine Sache, was ist andere, was ist die Lohngruppe, was ist die Lohnsteuer, was ist überhaupt die Abzüge, die ganze Abzüge. Da ist auch abgezogen unsere Miete, weil wir mussten auch Miete bezahlen bei Hella. Am Ende war ganz wenig Geld. Das Einzige, was wir ganz genau wussten, das war die Stunden und was kam am Ende. Und da haben wir Unterschied gesehen. Zwischen deutschen Kollegen und ausländischen Kollegen waren die Unterschiede. Und dann war noch der zweite Unterschied war, wenn ich habe mit einem Kollegen, mit einem Mann am gleichen Arbeit gewesen, da war da auch Unterschied. Er hat mehr Geld, ein Mann hat mehr Geld gekriegt als seine Frau. Also wenn ich habe zum Beispiel an einem Polierbock, musste der Scheinwerfer polieren vom Kratzer, dann Mann hat eine höhere Lohngruppe gehabt als ich. Und da sind wir als ausländische Frauen zweimal bestraft. Einmal als Frau und einmal als Ausländer. Eigentlich darüber hat niemand geredet, weil die meisten haben viel Angst gehabt. Also da waren viele, viele Menschen aus Spanien und aus Griechenland. Und die Angst herrschte auch da, wenn ich jetzt irgendwas mache. Dann nächstes Mal, wenn ich nach Griechenland oder nach Spanien fahre, dann komme ich nicht wieder zurück, weil viele, viele, viele Widerstandskämpfer oder viele aktive Kollegen sind auch im Gefängnis gelandet, weil die beiden Regierungen haben seine Leute Ehe gehabt. Du musst schon aufpassen, was du tust, mit wem befreundest du und wo bist du aktiv. Also diese Angst, wieder nach Hause zu gehen, eine Wohnung im Wohnheim zu verlieren, ne, ohne Arbeit, wo würdest du gelandet? Also das war schon so diese gemischte Gefühl. Also auf einer Seite diese Ungerechtigkeit hat dich fast bis hier gebracht, aber auf anderer Seite lieber ihr oder nach Griechenland. Also das war schon nicht einfach zu entscheiden. Wirst du jetzt aktiv, wirst du für deine Rechte kämpfen oder hältst du deinen Mund zu? Und niemand war da, um zu informieren, was bedeutet ein Betriebsrat, was bedeutet Gewerkschaft, die Rolle des Gewerkschaft im Betrieb, die Rolle des Betriebsrates im Betrieb, über Tarifverträge, über Betriebsvereinbarungen. Wir haben null Ahnung. Aber niemand war da, uns zu informieren. Das war für die meisten von uns, war das selbstverständlich, in der Gewerkschaft zu sein. Aber dann kam die Frust. Und dann sind viele ausgetreten aus IG Metall, weil die war nicht zu sehen. Die war nicht da. Die war einfach nicht da. Wir waren nicht repräsentant. Wir haben keinen Vertreter gehabt. Irgendwann war fast voll. Wo haben wir das erfahren? Was hat der Betriebsrat beschlossen mit Arbeitgeber? Dann haben wir gesagt, jetzt aber reicht es uns. Ja, auf einmal müssen wir alle zur Raucherecke. Da brauchst du jetzt keine Einladung oder was zu schicken. Die eine hat gerufen und dann waren wir alle da. Von Putzfrauen haben wir erfahren, der Betriebsrat hat beschlossen, mit dem Geschäftsführer freiwillige Zulage für deutsche Facharbeiter. 60 Pfennig. Dann haben wir gesagt, das kann nicht wahr sein. Die Gewerkschaft macht sowas. Wie kann man sowas machen? Solche Unterschiede. Wir kriegen kein Pfennig. Und die deutschen Facharbeiter, besonders die deutschen Facharbeiter, weil in der Werkstatt war, sage ich mal, 98% deutsche Facharbeiter. Ja, und dann haben wir so ein Komitee, da gab es einen Kollegen, die konnten so ein bisschen Deutsch, besser als ich zum Beispiel, oder die war auch länger da und da wussten sie schon, ja klar, vorne waren Italiener, die Griechen und Spanier und die Jugoslawen. Dann waren wir alle einer Meinung, wir werden auf die Straßen gehen. Wir arbeiten nicht mehr, wir werden streiken. Ob wir dürfen das, dürfen wir nicht, wussten wir nicht, interessierte uns nicht. Wir haben gesagt, alle für eine und eine für alle. Machen wir? Ja, haben wir gesagt. Wir haben nicht nach Wetter gefragt, wir haben nicht nach Erlaubnis gefragt, wir haben gar nichts gefragt. Dieses Mittelmeertemperament, ne? Also dieses Balkantemperament, das spanische Feuer, italienische Temperament.
konnte niemand uns bremsen. Wir brauchten nicht. Das braucht nur einmal so machen. Da waren wir alle da. Wir haben alle gestanden. Niemand hat gearbeitet. Wir haben gerufen, wir haben gejubelt, wir haben gesagt, nee, wir arbeiten nicht mehr. Diese Entschlossenheit, diese... Man kann jetzt nicht beschreiben. Ich habe vor meinen Augen jetzt dieses Bild. Wir haben gerufen, also wir waren so laut alle. Also der Fass war voll, sage ich jetzt. Da haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir wollen schon ein besseres Leben, aber als Sklaven ihr zu sein, nein. Dieser Zusammenhalt, diese Wut, ne, also das kann man nicht beschreiben. Das kann man nicht beschreiben. Ja, das glaube ich. Also ich kriege Gänsehaut jetzt. Das kann man nicht beschreiben. Dieses Bild, diese Moment, ne, also man vergisst, wir haben vergessen an dem Moment, was konnte uns später passieren. Wo übernachten wir, wenn wir dürfen nicht wieder zum Wohnheim gehen? Wir wussten nicht, was werden wir essen am Morgen, wenn wir haben keine Arbeit, wenn die Polizei kommt, wenn wir muss nach Griechenland oder nach Spanien wieder zur Militärdiktatur zurück. An den Moment haben wir nicht gedacht. An den Moment war die Angst war weg und der Frust war da. Und diese emotionale Empfindung, ne, das war schon ganz oben. Da haben wir damals keine Forderung gestellt wegen Lohngruppen. Ne? Da haben wir nicht. Wir wollten nur 50 Pfennig. Wir haben gedacht, jetzt, wenn wir jetzt diese 50 Pfennig kriegen, dann werden wir zufrieden sein. Wir haben nur vier Kollegen gewählt, diejenige, wer konnte Deutsch sprechen. Da haben wir gesagt, ja, wer ist mutig? Wer? Ich. Also ich bin bereit. Und das war. Die sind erstmal zum Werk 1 gefahren. Und dann haben die versucht zu verhandeln und die Betriebsrat hat versucht, so ein bisschen sich reinzumischen. Aber wir haben draußen gewartet, ziemlich neugierig, ungeduldig. Wir haben gesagt, jetzt was reden die da überhaupt? Ja, zuerst haben die angefangen, so ein bisschen Angst zu machen, weil die Polizei war da. Und haben wir immer wieder die Versammlungen, dann haben die immer wieder Neuigkeiten gebracht. Und ja, die Arbeitgeber weigern sich. Ja, dann haben wir gesagt, wir weigern auch zu arbeiten gehen. Wir haben gesagt, nee, wir bleiben. Wir bleiben draußen, wir arbeiten nicht. Entweder oder. Wir sind erstmal außerhalb den Betrieben gesammelt und wir haben gesagt, so, jetzt gehen wir alle gemeinsam zum Hauptwerk. Wir werden jetzt nicht allein unsere Verhandlungskomitee lassen, dann werden wir den unsere Arbeitgeber zeigen, also wir stehen hinter diesen Menschen. Also das ist nicht diese vier Verhandlungsteam da vorne gewesen. Wir sind alle da. Wir zeigen uns dort. Und so sind wir marschiert. Und wo wir sind durch die Einkaufsstraße marschiert, da waren viele Menschen da, die haben geklatscht. Also wir haben auch viel Solidarität gekriegt von Einwohnern, von Lippstädter Einwohnern. Also im Werk 1, da waren die meisten Angestellte. Da kam keiner raus. Also die haben vom Fenster oben geguckt, aber die waren nicht auf unserer Seite. Die haben noch mehr Angst gehabt als unsere Werkzeugmacher, sage ich jetzt. Nee, da haben wir keine Solidarität gekriegt. Von unseren eigenen Angestellten, nee. Aber die größte Überraschung kam, und damit hat niemand gezählt, das war die Solidarität aus ganz Ruhrgebiet. Das war alle linke Organisationen aus Ruhrgebiet da. Da war der DKP, der KPD, der MLPD, sogar Jusos war da. Das waren viele Kollegen von Hirsch, Rote Erde da, Dortmund. Das waren so viele da. Und wir haben so viele fremde Menschen gesehen. Wir haben die Kollegen aus Parabon, Hella Parabon gekommen. Also wir waren viele da. Aber so viel Unterstützung. Das Beste war, unsere Werkzeugmacher sind auch rausgekommen. Die sind aber vielleicht nicht marschiert zum Hauptwerk. Aber war niemand im Nordwerk zu beschäftigen. Niemand. Da war ein Polizeieinsatz da mit Hunden. Aber wir haben richtig gestreikt und wir haben niemanden reingelassen. Wir haben den Tag genossen, sage ich jetzt ganz ehrlich. Wir haben gejubelt, wir haben gesagt, so, jetzt gehen wir wieder da. Da war schönes Wetter. Da haben wir gesagt, so, jetzt gehen wir und zeigen wir, für was sind wir bereit. Also diese Entschlossenheit, diese Begeisterung, ne, zu kämpfen, das ist, man hat. Man erfährt jetzt selten sowas.
Man sieht, man erlebt das nicht. Wir haben gesungen, wir haben gejubelt. Wir waren nicht traurig. Heute kriegen wir kein Geld. Haben wir nicht gedacht. Wir haben gesagt, nein, wir werden so lange auf die Straße gehen. Sobald wir 50 Pfennig kriegen, dann gehen wir wieder arbeiten. Sonst nicht. Wir haben diskutiert, wir haben tausend Geschichten erzählt. Wir waren sowas von begeistert. Also wir haben gesagt, jetzt gehen wir selber zum, wenn diese vier Kollegen, wenn der Arbeitgeber akzeptiert diese vier Kollegen nicht, da sind noch mehrere da, dann gehen wir alle dahin. Da gehen wir alle. Also wir haben beschlossen, damals zu sagen, so, wer kommt? Also alle waren bereit, schon einzustürmen, sage ich jetzt ganz ehrlich. Da waren wir bereit, alle reinzugehen und sagen, ja, wir sind nicht nur diese vier sind da, wir sind alle da, wir sind da. Da war eine kleine Enttäuschung von den Betriebsräten, weil die haben versucht, uns zu bremsen. Die haben gesagt, was tun wir überhaupt? Wissen wir, um was geht? Warum tun wir so etwas Böses? Anstatt auf unserer Seite zu sein, die haben versucht, uns zu bremsen und uns noch schlechtes Gewissen anzudrehen. Aber die Arbeitgeber, glaube, der war schon das Signal für die Arbeitgeber da, also diese Bereitschaft zu kämpfen, war schon da. Da ist schon klar geworden. Und dann, wo kam der spanische Botschafter da? Der wollte auch die spanische Kollegin zum Vernunft bringen, weil die war auch etwas lauter als andere. Ja, diese spanische Feuer, spanische Mentalität. Ne? Das war diese Begeisterung da. Also wir haben gesagt, wir werden nicht aufgeben. Ja, dann wollte der zum Vernunft bringen. Und wo der Botschafter rausgekommen ohne Ergebnisse und die spanische Kollegin war bereit, noch weiter zu kämpfen, dann rief die erste Bevollmächtigte IG Metall, der war auch da. Da sagte, ihr braucht keine Angst zu haben, das vergesse ich nicht. Wir schicken euch nicht zu Franco, weil war auch ein Gespräch, ja, wir schicken jetzt die Griechen nach Griechenland und die Spanier nach Spanien zu Franco, zur Militärdiktatur. Dann haben wir gesagt, haha, auf einmal, jetzt ist eine Gewerkschaft auch da. Ne? Und das war ein ziemlich entscheidender Punkt, wo die Botschafter kam und die spanischen Kollegen haben gesagt, nein, wir werden weiter kämpfen. Da ist, denke ich, mir die Entscheidung gefallen. Und so hat die Geschäftsleitung entschieden, uns diese 50 Pfennig zu geben. Dann kam unser Verhandlungsteam, unsere Kollegen und haben die gesagt, ja, wir haben geschafft, wir kriegen 50 Pfennig. Und dann haben wir wieder gejubelt. Wir haben vorher gejubelt, wir haben danach auch gejubelt. Wir haben gesagt, ja, das war nicht umsonst, das haben wir richtig gemacht. Aber danach kam die bittere Nachgeschmack. Wir sind allein gelassen worden, schon wieder, nach dem Streik. Bei Tarifrunde, wenn kommt die Lohnerhöhung, diese freiwillige Zulage würde angerechnet. Und durch unsere Streik, unsere Arbeitsniederlegung hat diese Tarifrunde richtig großen Erfolg gehabt. Da haben wir gekriegt die 40 Pfennig und die Lohngruppe war eins war weg und da kamen die zwei. So. Und weil wir haben diese 50 Pfennig als freiwillige Zulage gekriegt, 40 Pfennig sind eingerechnet worden und wir sind mit plus minus 10 Pfennig rausgekommen. War Enttäuschung da, aber nein, wir waren auf richtiger Seite, wir haben das Richtige getan, wir haben für unsere Rechte gekämpft. Das war ein erfolgreicher Streik, weil wir haben gesagt, es sollte auch das aufhören, diese Ungleichbehandlung. Und das alles gezeigt, also für eigene Rechte, man muss selber kämpfen. Man darf nicht von anderen erwarten, man muss nach vorne gehen und kämpfen. Also geschenkt wird sowieso nicht, vom Himmel fällt auch nicht was, doch. Das war schon richtig und ich war froh, ich war dabei.